So. Es ist eigentlich einmal Zeit, mehr über euch zu reden, als wie immer über mich, weil das ist ja irgendwie auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Deswegen Fotokritik. Sende mir dein Rennstreckenfoto, also wenn du auf dem Bike sitzt, bezüglich Thema Körperhaltung, dass wir das einfach gemeinsam besprechen, und ich bespreche das dann in einem nächsten Video. Ich suche mir da schon ein paar Fotos aus von verschiedenen Leuten. Das muss nicht die beste Körperhaltung sein, weil von der besten kann man nicht immer was lernen, sondern es darf auch ruhig, wo du selber sagst, ich bin mir nicht sicher oder eventuell gibt es da Probleme oder was sagst du dazu, dann besprechen wir das gemeinsam, weil wenn was richtig gut hilft, zum schneller werden, zum besser werden, zum sich leichter tun, dann ist es im Endeffekt immer eine Art Analyse und wirklich zu besprechen, warum sitzt der so drauf, warum sitzt der so drauf, warum macht der dies, warum macht der jenes. Das mache ich auch immer ganz viel. Ich schaue mir ganz viel andere Fahrer an und versuche wirklich hineinzudenken, wo er an welcher Kurve, auf welcher Rennstrecke ist, warum ist er hier und warum ist er nicht einen Meter weiter links, warum ist aber der Profi weiter rechts und weiter links und warum ist der am Körper und warum ist er da nicht am Körper. Also ich versuche das wirklich zu analysieren und das machen wir jetzt gemeinsam. Also ihr sendet mir eure Fotos. Ich suche mir nicht die besten, aber ich suche mir die aus, wo ich der Meinung bin, dass ihr am meisten lernt dabei und auch ich wiederum dazu. Und dann mache ich darüber ein Video, wo wir gemeinsam eben die Fotos besprechen. Du kannst mir die Fotos per E-Mail schicken, Link unten in der Beschreibung, oder du markierst mich einfach in Instagram, falls du in Instagram bist, und markierst mich einfach im Foto, dann kann ich das sehen, wer mich markiert hat, und ich suche mir die Fotos raus und dann besprechen wir die. Also ganz einfach, ganz kurz gebunden, einfach nur so als Info an euch, sendet mir eure Fotos und dann gibt es, Moment, heute ist der Donnerstag, der 31.01. Ich sag mal, Einsendeschluss, du siehst das Video wahrscheinlich morgen, Einsendeschluss 6. Februar. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Ja? Alles klar, freue mich, bis dann und ciao.